Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part, das Schwarze Schloss. Werden wir heute die Welten erkunden oder kämpfen wir nur wieder um Essen, wie es immer ist? Aber das werden wir sehen in diesem Part von das Schwarze Schloss. Ja, ich habe jetzt mitbekommen, ich habe euch heute Mittag ein Video hochgeladen mit meinem Windows. Da hatte ich ja das Problem, dass das Spiel Gabriel Knight ja an einer Tour gestottert hat und sonst irgendwas. Ich hatte den falschen Soundkartentreiber, also die falsche Soundkarte angewählt. Und da muss ich halt immer wieder bei manchen Spielen suchen, was für Soundkarteneinstellungen genutzt werden müssen oder nicht. Das ist halt der Nachteil an diesen PC-Spielen. Man muss halt immer wieder gucken, dass die aktuellen korrekten Treiber geladen sind. Das ist beim C64 natürlich nicht der Fall. Und da freue ich mich immer darauf, dass ich den C64 zocken kann. Wir machen mal Folgendes. Ich verschiebe mal den hier mal da hoch. Machen wir mal ein kleines bisschen größer. So. Sollte eigentlich gut laufen. So, und Feuer! Alter! Sieg! Ja, momentan höre ich. Sehr wenig. Ich muss bei mir, die müssen die Musik lauter machen. Ich hoffe, dass ihr die Musik hört. Sollte eigentlich gut hörbar sein. Ja, wir wollten jetzt noch ein bisschen Geld farmen, um noch ordentlich Essen zu farmen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dass wir dann hingehen können und können dann das Weite untersuchen. Weil wir müssen ja auf der Suche nach dem Schwarzen Schloss sein. Und da müssen wir ja, nicht? Und wir müssen noch alles erkunden. Das dauert auch wieder. So. Dann würde ich glatt behaupten, ich stelle mich erstmal nochmal hier unten in die Ausgangsposition. Dann würde ich hier abspeichern. Und danach wieder Retour laden und nochmal den nächsten Gegner platt machen. So sieht der Plan aus. Und der Plan, der funktioniert meistens. Ich finde es toll. Ich finde es klasse. Ich freue mich tierisch. Alles funktioniert jetzt so, wie ich es möchte. Jetzt sind keine Ausgaben mehr größerer Natur geplant. Hoffe ich zumindest. So. Was ist das? Das Grisou? Was war das? Ein Manticore. Was denn? Wenn es Spaß macht. Also Manticores sind klasse. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind bald auf Level 7. Moment, stopp halt. Nein, ich bin nicht sicher, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig den Save-Punkt getroffen habe. Jetzt bin ich sicher, dass ich den Save-Punkt getroffen habe. Wir sind bald Level 7, Level 9 ist das höchste, was ich gesehen habe. Das heißt, mit 9999 Dingenskirchens haben wir den höchsten Level erreicht. Dann sind wir awesome to the max. Und dann sollten wir eigentlich hingehen und sollten dann das Ganze rocken. 35% ist, glaube ich, das, was wir jetzt schlagen müssen. Ich hoffe doch, dass wir das viel weitermachen. Übrigens, guckt mal bei Forum 64, da werden Tester gesucht für das Eye of the Beholder. Ein Troll. Toll. Der Troll ist weg. Gut. Das war ein toller Troll. Weil den habe ich gerade 2 Schuss platt. So. Wir verbrauchen eigentlich kaum Nahrung, was ich auch ganz gut finde. Und 2 Stunden Ingame-Zeit momentan. Ja, ich freue mich. Ich freue mich tierisch. Leute, ich freue mich tierisch.
was war das wieder? Ein Söldner. Bisschen Schaden hat er gemacht. Bisschen. So, minimal. Da, hier. Das Spiel, Leute. Minimalen Schaden. So. Wir speichern wieder ab. Sind in Level 7. Laden dann wieder neu. Machen wieder neu. Wir können das Prozedere eigentlich. Es ist ein Prozedere, das wir eigentlich in letzter Zeit eigentlich ziemlich gut beherrschen. Dann werden wir uns ein anderes Dorf suchen. Ich würde gern wissen, in welche Richtung. Also das Problem ist, ich kann ja keine richtige Karte zeichnen. Leider. Weil ich weiß nicht, wie ich die Karte zeichnen soll. Was sind das? Aha. Ja, das ist schlecht. Bin gerade beraubt worden meiner Waffen. Das ist nicht gut. Aber ich hab Gold, habe ich gekriegt. Ich bin meiner Waffen beraubt worden. Skandalöser Skandal hier. Dass man das mal so nebenbei mal, dass man da mal was sieht. Hier. 35 Gold, scheiß Dreck. Verdammte Axt. Dann werden wir mit der Axt weiterarbeiten. Weil wir gerade bei der Axt sind. Ich habe auch Erfahrungspunkte verloren. Bitte, wie bitte? Nö. Ich habe Erfahrungspunkte verloren. Wie habe ich denn das gemacht? Wie ist denn das passiert? Ich hatte doch Level 7. Ist das der da? Nein, der war das nicht. Der hat mir aber eine ganze Menge Energie abgezogen. Und ich habe gar nicht drauf geachtet. Whee. Ich habe aber kein Essen mehr. Das ist ja noch schlimmer. Scheißen Dreck. Der Kleriker hat mir mein ganzes Essen geklaut. Sauerei. So, Essen kaufen. Fuck. Alter, das ist schlimm. Die klauen einem alles. Die haben mein ganzes Essen geklaut, Schweine. Meine Waffen waren weg. Mein Essen war weg. Leute, das geht doch nicht. So könnt ihr doch nicht mit mir tun. Also, wir müssen wieder, leider Gottes, uns wieder hier ein bisschen auffrischen mit Nahrung. Hoffentlich passiert nichts. Ich glaube, ich soll mich auch weniger bewegen. Aber ich werde angegriffen. Naja. Hoffentlich ist es etwas, was ich schnell zerstören kann. Und dass ich hier ein bisschen was an Gold kriege. Alter, das ist doch... Ja. Das ist eine Sauerei. Okay, dann würde ich jetzt sagen, warten wir hier ein bisschen. Was waren das jetzt gewesen? Ein Kleriker und eine Mumie. Wir warten noch ein bisschen, bis wir ein bisschen mehr Energie haben. Dann würde ich glatt behaupten, speichern wir wieder ab, machen noch eine Runde und gucken, dass wir noch mal, dass ich noch mal ein bisschen Gold kriege, dass ich noch mal was zu essen kaufen kann. Alter, das ist ja Wahnsinn. Also die Waffenkombi ist schon echt ganz cool, muss ich sagen. So, wir sind in der zweiten Hälfte. Das macht ja jetzt nichts. Da können wir ja hier mal ganz genüsslich speichern. Ja. Ich bin mir jetzt sicher.
Und dann laden wir wieder ganz genüsslich rein. Ich finde es toll. Gut, ich bin auch unterhalb. Das funktioniert noch. Schlimm wäre es gewesen, wenn ich jetzt mittig gestanden hätte und dann gespeichert hätte. Ah, es hätte mich wahrscheinlich eher meine... Na? So, der ist mal weg. Der ist auch weg. So, dann würde ich jetzt sagen, schnell nochmal Steingründen und Gin. Holen wir uns noch was zu essen. Ja, ein Krämerladen, das ist schön. Das ist auch mal schön. Ich sag mal, C64 finde ich am geilsten. Die Ladezeiten, alles drum und dran. Es gibt so viele geile Spiele, die ich hier noch spielen möchte. Auch auf dem PC, auf dem C64, auf... Überall. Leute, mal ganz ehrlich. So, dann kaufen wir. Dann verlassen wir wieder den Ort. Genau. Dann lassen wir uns wieder angreifen. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt ein bisschen langsam anfangen können, die Map zu erobern. Aber irgendwie habe ich mich, was das angeht, geirrt. Also wir haben ja erst seit 10 Minuten gespielt. Ich werde jetzt ungefähr noch, sagen wir mal, ja, bis Level 8, bis Stufe 8 werde ich mich leveln. Und dann Abmarsch. Ab Stufe 8 gebe ich hier richtig Gas. Bekehre mich bald wieder, beehre mich bald wieder. Genau, natürlich. Ich werde angegriffen. Das ist das, worauf ich gewartet habe. Gut. Ich liebe die Geräusche des Kettenlaufwerker. Habe ich ja schon mal gesagt. Nö, ne? Gut. Gut, dass wir darüber mal geredet haben. Ja. Das ist schön. Energie ist ganz dufte. Ja, mit, wenn einem so viel Gutes widerfährt, na, das ist schon ein Speicherpunkt wert. Das habe ich doch, das ist doch hier mein Spruch, Leute. Das werden wir ab sofort zu meinem Leitspruch. Das wird mein Wahlspruch. Der Partout vor Präsident und mein Wahlspruch ist, und wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist ein Speicherpunkt wert. Also das ist doch wirklich Wahnsinn. Das ist doch... Na, der Pfitzmann, do. Der hat doch immer gesagt, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist Nachbar Uralt wert. Das war doch, war das der Pfitzmann? Pfitzmann? Weiß ich gar nicht. Nee, der hat, glaube ich, Edeltropfen gemacht. Ich weiß nicht mehr. Irgendjemand? Alter, lass mich Ruhe. So. So. Oh. Geilomat, Leute. Einfach nur Geilomat. Wir machen das Ganze gleich nochmal. Wir sind noch. Nein, ich wollte nicht verlassen. Ach ja. Ich sehe gerade, ich habe hier. Komm, wenn wir auch schon am Krämerladen sind, ich betrete den Krämerladen. Was habe ich denn da? So, dann machen wir das noch ein bisschen. Ein kleines bisschen hier. So. Das ist gut. Ach, Nahrung kaufen. Mehr. So, 290. Verlassen. Beehre mich bald wieder. Ja, ich würde jetzt sagen, wir machen uns langsam auf die Socken. Wir haben 893 Dingenskirchens. Wir gehen mal Richtung nach oben. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier so alles treiben können. Ich werde angegriffen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Finde ich das. Ah, ich freue mich.
Wir sind müde. Ich habe die ganze Zeit da versucht, Treiber zu installieren für Windows 3.11. Dieser Babsack. Dieser Babsack von, was war das? Der Kleriker, ne? Schreckensgespenst. Diese Kuh. Ich verlasse den Ort. Ja. Ja, macht ja nichts. Jetzt gehen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo was finden. Also. Wir haben ja 840 bis zum nächsten Ort sollte es eigentlich reichen. Vorausgesetzt, die machen mich jetzt nicht einen nach dem anderen platt. Es wäre relativ blöde. Ich warte auf den Gegner. Die haben mir wieder eine ganze Menge Energie abgenommen. Liegt aber ein bisschen hier, bis meine Energie wieder gefüllt ist. Also zumindest mal zur Hälfte gefüllt ist. Gut, ich bin aber, glaube ich, mit sehr wenig Energie bin ich auf die drauf los. Und sobald ich mich in der Welt bewege, verbrauche ich auch Energie. Deshalb ganz schlimm. Gut, und deshalb würde ich sagen, auch was soll Spiel. Na gut, da. Gucci. Also, runter mit mir, ich verlasse den Ort und dann. Wir haben hier noch ein bisschen was an Gold. So, gucken wir mal. Hier ist ja irgendetwas. Aber ich muss noch ein bisschen bleiben, weil meine Energie muss ein bisschen gefüllt werden. Ich denke da in diesen Höhlen, da wird irgendwas passieren. Oder was ist das denn? Ja, bewegen wir uns noch ein bisschen. Suchen wir das nächste Dorf. Dann hoffe ich, dass wir irgendwo gleich wieder was finden, wo wir ein bisschen uns auffrischen können. Mit Nahrung. So, wir haben nur noch. Oh Gott, wir müssen noch ein bisschen warten. Ja, wir haben als Stänger Erfahrungspunkte einzubüßen, ist nicht so schlimm. Gold- und Essensrationen, würde ich sagen, sind eher schlimm. Okay, ich kann hier nicht weiter. Warte mal, das ist doch eine Höhle. Ist das die Höhle des Riesen? Da waren wir doch gewesen, richtig. Ich glaube, die Map ist auch gar nicht so groß. Das ist keine so große Overworld, wie es bei GTA oder so. Also da brauche ich ja, ne, wir sind C64. Wir reden hier von einer Diskettenseite. Also. Ich denke nicht, dass das eine riesen Map sein wird. Schnitt. Da irgendwas?
Warte mal, stopp, halt, das war doch die Enter-Taste, war das? Können wir nichts machen, also da kommen wir nicht weiter. Gut, also wieder mit einer Waffe ausrüsten. Auf die Tür schießen bringt mir im Endeffekt ja auch nichts, ne? Ne. Ich verlasse diesen Ort wieder. Genau. Gut, dann ist hier die Höhle des Ogers, des Riesens. Das ist ein anderer Ort? Das scheint ein anderer Ort zu sein. Was bist du? Du bist Kramerladen? Genau. Mr. Kramerladen. Sehr gut. Guck mal, ob der irgendwas hat. Und dann schauen wir in der Waffenschmiede nochmal vorbei. Ob die was haben. Ich habe keine Waren da. Okay, dann kaufen wir Nahrung. Und zwar komplett. Und dann schauen wir uns mal um, was der andere Kramerladen hier an, also der andere Waffenladen hier an Munition, an Dings hat. Witzritz eine Waffenschmiede. Oder sind die Waffen auf jedem, sind die gleich? Weil dann habe ich ja eigentlich schon das Beste, was es gibt. Pfeil und Bogen. Nö. Also sie hat eigentlich das, sie hat eigentlich dasselbe. Gibt es noch was anderes hier? Nö. Ich werde angegriffen. Das macht ja nichts. Ich habe ja Energie genug. Und eine gute Waffe habe ich auch. Nur die Erfahrung ist mir da flöten gegangen. Ich denke, dass die Erfahrung mit dem Kampf einhergeht. Und wenn ich viel Erfahrung habe, ich eigentlich auch gut kämpfen kann. Bin tot. Warum? Ich glaube, mein Schuss geht in den Arsch. Ich weiß nicht, wo wir beim letzten Mal gespeichert haben. Müssen wir den ganzen Weg wieder von vorne gehen? Wahrscheinlich. Ich muss mal ganz kurz meinen C64 hier abstauben. Dafür kann ich Babyfeuchttücher empfehlen. Wir hätten vielleicht sollen in der Höhle des Goblins mal speichern, das Riesen mal speichern sollen. Wäre vielleicht eine Idee gewesen. Aber so im Großen und Ganzen, das Unterwegssein macht schon... Oh, Kampfarena, Sekunde. Wir sind in einer Kampfarena.
Deshalb, wir müssen da zuerst da gucken. Sehr gut. Stimmt, jetzt wollten wir ja, das war ja unser Ziel, weil wir hatten ja so wenig Essen. Da nochmal jetzt Gold farmen für Essen und dann uns auf den Weg machen. Und dann werde ich versuchen, das Ganze dann von dort aus zu speichern, dass wir quasi, ja, mit, sage ich mal, frischem Leben alles vorangehen. Und auch 7000 Erfahrung. Bei einem Bogen. Das Problem ist halt einfach auch nur, ich habe mitbekommen, je weniger ich Erfahrung ich habe, desto schlechter schieße ich mit dem Bogen. Also, wie gesagt, die Waffenbenutzung geht mit der. Dafür hat er mal mein ganzes Essen geklaut. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Bin ich ganz ehrlich, das geht mir gar nicht gut ab. Bin ich kein Fan von. Absolut nicht. Ich hatte von Anfang an kein Essen mehr. Das hat mir irgendjemand schon geklaut. Na gut, macht ja nichts. Ja, das ist halt immer, wenn man nicht aufpasst. Und dann zuerst speichert und dann lädt und dann feststellt, man hat doch generell kein Essen mehr. Ich würde sagen, das ist relativ schön. Ich hätte fast Scheiße gesagt, aber das darf ich ja nicht sagen. So. Der Basilisk war ganz gut, den hätte ich gern nochmal. Ich hätte ihn gern wieder. Der war gut. Ich hätte ihn gern nochmal. Hallo? Darf ich ihn nochmal haben? Ja, also unser Gold wächst und gedeiht, um es mit den Worten von Anno 1602 auszumachen. Unsere Erfahrung wächst und gedeiht. Wir sind, glaube ich, schon bald Level 8. Wenn wir nicht wieder Erfahrungen geklaut bekommen. Also was ist wichtiger? Soll uns dann die Erfahrung gestohlen werden oder soll uns das Gold gestohlen werden? Oder so, ich wollte nur gesagt haben, den habe ich jetzt auch platt gemacht. Was war das überhaupt? Ein Vampir? Ja, wir speichern, dann laden wir wieder und dann dürften wir bald genügend haben. Also, das ist halt diese Scheiße an diesem ganzen Spiel, aber ganz ehrlich, wenn ihr das privat spielt, werdet ihr wahrscheinlich dieselben Probleme haben. Obwohl, der Sangha nicht, der Sangha, der spielt ja Final Fantasy innerhalb von den nächsten 2 Stunden durch. Das kann ich zum Beispiel nicht. Ich bräuchte da mindestens 2 Wochen dafür. Ich meine, ich spiele ja auch hier schon seit mehreren Monaten. Das finde ich gut. Wie gesagt, Stufe 8 ist eine sehr geile Idee. Und Stufe 8 ist eigentlich auch eine sehr gute Stufe, wo ich sagen würde, jo. Also beim nächsten sollten wir es dann wieder packen. Dann haben wir auch genügend Gold, vermute ich mal, dass wir da drauf stellen und da drauf stellen. Ich schuppe ziemlich an meinem Gesicht. Die Haare, die Haut ist trocken. Die Haut ist sehr trocken. Ja, der Vampir, das war er dann mal, ne? So, und das war dann mal der. Und wir haben den 8. Level hinter uns. Macht nichts. Wir kaufen jetzt erstmal wieder Nahrung, eine ganze Menge, denn ich kaufe keine Nahrung.
denn ich werde gerade schon wieder angegriffen. Was soll denn das Schlimme? Kriege ich wieder Gold, ne? Und aus Gold kann ich wieder Nahrung generieren. Ihr klaut unsere Erfahrung, die Sau. Damit bin ich nicht einverstanden. Damit bin ich definitiv nicht einverstanden. So. Entschuldigung, ich habe gerade meinen C64 sauber gemacht. Ja, ich mag meinen C64. So, wo habe ich den gespeichert? Ich weiß nochmal beim Gegner, das weiß ich auch. Aber ich weiß nicht mal, wie viel Gold ich habe, beziehungsweise wie viel Essen ich hatte oder ob ich überhaupt noch irgendwas hatte. Und wie meine Erfahrung ausgesehen hat. Also Vampire saugen uns die Erfahrung aus. Auch interessant. Können wir uns Weihwasser organisieren oder eine Kette? Okay. Es war ein Magier. Fand ich jetzt nicht so magisch, aber magisch halt, ne? Wenn das nicht so magisch ist. Ah. So, jetzt kaufen wir wieder Nahrung. Schau mir keine Waren da. Dann kaufen wir mal. 810. Genau. Ort verlassen. Beehre mich bald wieder. Gut, ich muss halt nochmal die Anleitung mir aus. Ich muss mir die Anleitung mal wirklich ausdrucken. Betreffs. Was ist denn da? Will nichts machen. Betreffs des Benutzens von Gegenständen. Ich werde angegriffen, das macht ja nichts. Solange es nichts ist, was mir jemand Essen klaut. Das habe ich wieder nicht gespeichert, ne? Ja, komm, das ist doof. Ja, was ist da die bessere Waffe? Pfeil und Bogen wahrscheinlich weniger. Ich glaube, der Beil wäre geil. Aber wie gesagt, da muss ich erstmal gucken. Ah, da muss ich wieder die Nahrung kaufen. Das ist immer eine Scheiße, Dreck. Ich bin raus. Wollte schon überhaupt nicht. Ah. Ja, komm. Ich wollte eigentlich gar nicht raus. Ich wollte eigentlich jetzt dem Gegner abhauen und bin in die falsche Richtung gelaufen. Bin ich raus. Ah, das ist zum Kurzen. Das ist zum Kurzen, ist dies. So, aber Nahrung kaufen wir trotzdem. Erstmal dafür. Oder komm, Nahrung kaufen, können wir eigentlich mehr. So, dann verlassen wir den Ort.
Ehre mich bald wieder, das werde ich. Sobald ich wieder Geld habe und wieder. So. Gut, wir werden hängen bleiben. Ah, ich werde angegriffen. Bin mal gespannt, wie lange ich jetzt überlebe. Ich hoffe doch, dass ich schnell den platt machen kann. Die Höhle des Riesen, da müssen wir irgendwas machen können. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas werden wir da machen können. So, wunderbar. Die Mumie ist Geschichte. Ist Geschichte. Damals haben wir eine Dinge gesagt. Geschichte. So. Hab ich schon wieder angegriffen. Alter, jetzt haben die aber richtig Prass auf mich. Also die haben jetzt, ich habe denen nichts gemacht. Ich habe nicht gesagt, es wäre doof. Trotzdem werde ich angegriffen. Aber rein sowas. Er hat mir Erfahrung geklaut. Damit kann ich leben. Die Vampire klauen einem Lebenskraft, also Erfahrung. Erfahrung ist Lebenskraft. Und die Lebenskraft gibt auch die Stufe wieder. Na komm, dann werden wir noch ein bisschen was zu essen kaufen gehen, würde ich sagen. Prost, ich komme zum Krämerladen. Das Netz hat man mir auch geklaut. Gut, das Netz ist mir jetzt nicht so wichtig. Bin ich ganz ehrlich. Aber das ist gut, weil kann ich mir noch ein Beil kaufen. 35 kostet das Beil, ne? Nahrung kaufen. Oh, warte, weniger. Komm, wir haben 530. Dann kaufe ich mir das Beil noch zusätzlich. Und dann haue ich mit dem Beil zu. Ich glaube, Beil war definitiv besser. Korrigiere mich bitte. Gut, da werden wir, glaube ich, sagen, nach unten weitergehen. Mal nach oben werden wir nicht weiterkommen. Also da sind eine ganze Menge starke Gegner. Was leveltechnisch eigentlich ganz gut wäre, kaufen, Beil, verlassen. So, und dann werden wir die Waffe wechseln. So. Erstmal wechseln wir die Waffe. Und dann safen wir. Gut. Dann haben wir nämlich ein bisschen bessere Chancen. So, jetzt gucke ich mir erstmal hier ein bisschen um. Da ist nichts. Da ist ein Schloss. Eine Brücke oder irgendetwas. Da muss ich, glaube ich, hin. Die Figur kann nicht übers Wasser laufen. Also wir sind nicht Jesus. Obwohl das mit Jesus, das war immer so. Ich sage immer, das habe ich schon immer gesagt, das war ein Irrtum. Das war nämlich ein Übersetzungsfehler. Und zwar hat den anderen gefragt: Du bist ein Jesus, der ist Wasser kaufen, weit übers Wasser gelaufen, ein Wunder. Also, ne, das war also ein Irrglaube eigentlich. Jesus war nur Wasser kaufen, der ist nicht übers Wasser gelaufen. Hier haben wir eine ganze Menge Wald. Im Wald, da ist es finster halt. Darum heißt der Finsterwald. Oh mein Gott, war das grottenschlecht. So, wir haben ein Beil. Ich finde das geil und damit hauen wir jetzt mal bös eins vom Koffer. Weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, das Beil macht mehr Schaden.
Weil irgendjemand hat mir schon wieder das Essen geklaut. Jetzt habe ich nichts in der Nähe. So, dann muss ich wieder eine Stadt suchen gehen, Leute. Und das ist ganz schlimm, weil ich mich jetzt wo. Knapper ging jetzt echt nicht mehr. Nach knapp kam Tod. Uff. Nach knapp kam Tod. Ich würde glatt behaupten, wir sammeln nochmal etwas. Ich hoffe, ihr seid mir da ein bisschen nicht böse, wenn ich hingehe und sage, wir sammeln zuerst nochmal ein bisschen Gold für Nahrung. Hätte ich gesagt gehabt, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Ich werde angegriffen, hab kaum Energie, Leute. Gut, da kann ich wieder abhauen. Ist ja kein Problem. Selten ist es was ich direkt wegbremsen kann. Gucken wir mal, was ist es? Spannung? Trommelwirbel? Der hat mir mein Ball geklaut. Niemand. Ein Gruftbewohner hat mir mein Ball geklaut. Skandalöser Skandal, Alter. Ja, ich brauche direkt wieder Nahrung. Weil die Nahrung wird direkt aufgebraucht. Ich glaube, die Nahrung haben wir nicht lange. Dann hangeln wir uns jetzt von Dorf zu Dorf zu Dorf, bis wir irgendwann mal, denke ich mal, wir sind jetzt in einem anderen Dorf. Also jetzt nicht, dass es heißt, wir sind nicht weitergekommen. Wir sind in einem anderen Dorf. Ich weiß, das ist jetzt nicht so besonders hilfreich. Trotzdem. Wir sind da in einem anderen Dorf. Und da lassen wir uns jetzt mal wieder bös niedermetzeln. Ja, das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht besonders hilfreich, dass ich jetzt sage, wir sind in einem anderen Dorf. Aber trotzdem. Wir können ja so ein, zwei Gegner platt machen und dann raus. Dann gucken wir mal. Hat die Sau mir einfach echt das Bell geklaut? Das ist der Gruftbewohner. Das war für mein Beil. Wer mir mein Beil klaut, der bezahlt mit dem Leben dafür. Gut, mein Beil habe ich nicht zurückgekriegt, was ich auch ein bisschen scheiße finde an dem Spiel. Ja, gut, C64 Limitierung, okay, ganz ruhig. Dass man halt dann nicht seine Waffe wieder zurückbekommt. Ne? Also klar, schon C64 Limitierung, ganz klarer Fall. Wir müssen noch ein bisschen ein paar Abstriche machen. Trotzdem wäre es schön gewesen. Schön war die Zeit. Bärisch. Gut, dann speichere ich mal wieder. Ja. Dann lade ich wieder. Dann nehme ich mir den nächsten Gegner vor. Und dann sind wir fast wieder so weit, wie wir am Anfang waren. Nur in einem anderen Dorf. Also nochmal, wir sind weitergekommen, weil wir sind in einem anderen Dorf. Wir machen in diesem Dorf dasselbe, was wir in dem Dorf vorhin dran gemacht haben, aber wir sind in einem anderen Dorf. Das darf man nicht vergessen. Und tschüss. Und ich werde direkt danach wieder angegriffen.
bin raus und direkt wieder rein. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen das Spiel kaputt gemacht. So, okay. Ich würde sagen, hier speichern wir auch ab. Und dann war es das auch von meiner Seite her für heute. Wir haben schon wieder über eine Dreiviertelstunde jetzt. So. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen Spaß gemacht. Und C64 macht eigentlich immer Spaß. Und ich liebe es, am C64 zu spielen. Auch wenn ich immer hingehe und sage, oh, geil, Windows 95, Windows 3.11 und so weiter. Okay, ja. Aber auch das trotzdem wird niemals den Platz des C64 in meinem Herzen ersetzen. Ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Patipatul. Ciao.